So, meine lieben Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich war jetzt gerade so ein bisschen im Himmel unterwegs und habe schon mal die ganzen antiken Monumente besucht. Das sind im Prinzip ganz kleine sternförmige Inseln, die irgendwo im Himmel sind und die man dann abfotografieren muss, sobald man einmal in Kakariko war. Denn dort soll man sie abliefern. Ich zeige auch gerne nochmal wo und dann kann man die ganze Geschichte zusammenstellen. Und das Einzige, was man dafür kriegt, dass man alle 13 Himmelsinseln damit besucht hat. Teilweise fallen die dann auf die Erde und dann muss man sie auf der Erde fotografieren. Ist auch möglich, ja. Das ist nichts Besonderes, wirklich. Also ich habe echt gedacht, wow, jetzt werde ich hier bestimmt nochmal irgendwie ein Rüstungsteil oder sowas bekommen oder irgendwas, was richtig nützlich ist. Nein. Wir bekommen lediglich, das zeige ich euch, dieses Teil hier, Sonau-Forschungsgruppenstoff. Das heißt, wir können damit unser Parasegel dann tatsächlich auch ausstatten und dann haben wir nicht mehr dieses Hyrule-Wappen dort oben drauf, sondern ein Forschungsgruppenwappen. Ganz toll, ganz wunderbar. So, ihn hier müssen wir ansprechen und er sucht diese Statuen, die ja auch unten am Spähposten stehen. Die braucht man allerdings nicht fotografieren. Es geht immer nur um die Statuen, die wirklich auch oben stehen auf den jeweiligen Inseln. Und dann hängt er pro Statue eine dieser wunderschönen Nachrichten auf. Und dort sind, ich sag mal, Lebensabläufe, die Königin Sonja und König Rauru dann getätigt haben. Ob sie Tee getrunken haben, ob sie sich geliebt haben oder nicht, das erfahrt ihr alles dort. Das könnt ihr euch selber durchlesen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Sammeln. Es bringt nichts. Ich habe es trotzdem mitgemacht. Gut, wir haben noch ein paar Schreine, die wir abarbeiten können. Die habe ich jetzt vor kurzem nochmal freigeschaltet, bin nochmal hoch, bin nochmal rübergesegelt vom Windtempel, hätte ich beinahe gesagt, vom Wassertempel aus, zu den jeweiligen Schreinen, um dann natürlich für euch noch das ein oder andere mit freizuschalten. Aber mir ist wichtig, dass wir die Gerüchte jetzt erst einmal machen und im Anschluss an die Gerüchte werden wir uns natürlich auch darum kümmern. Worum werden wir uns eigentlich kümmern? Irgendwas mit Untergrund. Ach ja, stimmt, den Wald der Crocs, den will ich auch unbedingt noch machen. Der muss auch weg, denn da sind ebenfalls 3, 4 Schreine, die noch oben warten auf uns. Juhu, da freuen wir uns aber, juhu. 118 Schreine haben wir bisher durch, 115 Wurzeln weiterhin nur gefunden. Uns fehlen also noch 5 Wurzeln. 4 Wurzeln gibt es ein Minimum und eine Wurzel weiß ich gar nicht, wo die jetzt noch sein soll. Ich habe mich auf der ganzen Karte umgeguckt. Also ich weiß, dass mir hier eine Wurzel fehlt, direkt beim Wasser, sprich beim Hyliasee. Dann haben wir hier oben 2 Wurzeln, einmal unterm Schloss und einmal auf dieser Insel, wo ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Ich habe keine Ahnung. Und zu guter Letzt dann hier oben auch noch eine Wurzel direkt bei dem Labyrinth. Aber wo hier letztendlich noch eine 5. Wurzel warten könnte, ich glaube nicht, dass die 119 daraus gemacht haben, die werden ja bestimmt 120 daraus gemacht haben, das muss ich noch irgendwie ergründen. Ich habe keine Ahnung, wo die letzte Wurzel sein soll. Ich wüsste auch nicht, wo ich noch irgendwas übersehen habe, aber pff, es ist ja alles soweit aufgedeckt. Also von daher, man sieht ja, hier sind so viele Wurzeln drumherum, dass man schon die kleinen Punkte sieht und weiß, ah, da ist eine Wurzel. Aber das haben wir ja sonst nirgendwo mehr. Das ist nicht mehr der Fall. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal zu den Stellen. Ich hoffe, dass ich hier das Gerücht schon aufgelöst habe. Dann könnten wir uns nämlich woanders hinwagen. Das kommt ja darauf an, ob wir Pain irgendwo sehen. Da vorne ist Pain. Stall der Hochebene. Prairie von Pharaoh. Bei Einbruch der Nacht sollte in Arafla-Ebene im Nordwesten Prinzessin Zeldas Stimme zu hören sein. Act Effen Ide. Act Effen Ide. Also, ob es vielleicht möglich ist, dass man verflucht wird, sobald man diese Worte laut ausspricht? Denn wenn ja, dann bin ich bereits verflucht. Tut mir leid, da haben sich mir wohl etwas die Federn gesträubt. Wie dem auch sei, man hört die Stimme nur nachts. Vergiss nicht, mir Bescheid zu sagen, wenn du dir die Sache ansiehst. Ja, ist okay. Dann warten wir bis zur Nacht. Eigentlich ja eher bis abends. So, und dann muss er mir sagen, wo ich hin soll. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Stimme höre und wo ich hinzugehen habe. Was hast du denn für ein Problem? Du hast gar kein Problem. Okay. Du hast deine Meinung geändert, Kollege? Gut so. Dann los, gehen wir den Gerüchten vor Ort auf den Grund. Sehr schön, genau die Antwort, die ich hören wollte. Also, auf zur Arafla-Ebene im Nordwesten. Folgt mir, ich gehe voraus. Hi. Hallo, Kollege, hier drüben. Da.
Ah, das kommt vielleicht aus dem Brunnen dort? Eliwaf, Eliwaf. Ah! Hast du das gehört, Kollege? Eliwaf. Mhm. Das muss die Stimme sein, nach der wir suchen. Und sie kommt ganz aus der Nähe. Ja, das klingt in der Tat wie Prinzessin Zelda, aber wo kann sie nur sein? Meine Beine und Flügel fühlen sich ganz taub an. Kein schönes Gefühl, ich will sie wieder bewegen, und zwar flugs. Lady Waff, Lady Waff. So süß. Aha. Leg die Waffe, Ida. Leg die Waffe, Ida. Sonst ihr es büßen. Ach so. Leg die Waffen nieder. Leg die Waffen nieder. Sonst werdet ihr es büßen. Aha. Seht die Affen wieder. Seht die Affen wieder. Sie suchen nach was Süßem. Wo bist du denn hergekommen? Kann ich dir helfen? Leg die Waffen nieder? Was meinst du denn damit? So was Komisches würde ich doch nie singen. Seht die Affen wieder, seht die Affen wieder. Das war's, was ich gesungen habe. Bitte was? Sonst werdet ihr es büßen? Legt die Waffen nieder, sonst werdet ihr es büßen. Haha, was ist das denn für ein Text? Sie suchen nach was Süßem. Das habe ich gesungen und das ganze Lied geht so. Seht die Affen wieder, seht die Affen wieder, sie suchen nach was Süßem. Ich wollte doch nur ein lustiges Lied über Affen schreiben, die nach süßen Früchten suchen. Hier im Brunnen kann ich üben, solange ich will, ohne dass es jemanden stört. Und ich höre hier drin einfach meine Stimme besser als draußen. Meine Lieder klingen auch viel schöner. Aber du sagst, dass es draußen so klingt, als würde ich hier irgendwen bedrohen. Und ich hatte mich schon gewundert, warum jeden Morgen lauter Waffen beim Brunnen liegen. Das erklärt's. Da das Zeug gefährlich ist, habe ich alles da drüben gesammelt. Ich habe kein Interesse an Waffen, also nimm dir ruhig, was du gebrauchen kannst. Hi. Hallo, bist du das, Kollege? Wie ist es denn da so drin? Sag mir, was da vor sich geht. Ach, Pein. Gut, das war relativ easy. Kollege, und was war los? Ist Prinzessin Zelda da unten? Du willst mir sagen, dass da unten im Brunnen jemanden singen geübt hat? Hm, verstehe. Geräusche in einem Brunnen werden verzerrt. Und so klang die Stimme für uns, als wäre es Prinzessin Zelda. Das erklärt auch, warum niemand den richtigen Text verstanden, sondern nur schaurig verzerrte Ausschnitte gehört hat. Damit wäre das Rätsel gelöst. Jetzt bin ich so glücklich, dass ich mir direkt die Federn sträube. Danke für deine Unterstützung, Kollege. So, Kollege, damit sind wir nun 4 Gerüchte um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Hier für dich, Nesthäkchen. Violetta Rubin. Eine Sache noch, wir haben eine Belohnung von Cladis bekommen. Krötenanzug, endlich! Oh mein Gott, es wurde aber auch Zeit. Mit dieser seltenen Ausrüstung kannst du beim Klettern quasi an Wänden kleben, ohne abzurutschen, sogar im Regen. Du kannst, so kannst du bestimmt deinen Aktionsradius erweitern, Kollege, auch wenn du keine Flügel hast. Gut, ich mache mich dann mal auf den Heimflug. Ich muss so schnell wie möglich einen Artikel darüber verfassen, dass die Stimme nicht der Prinzessin gehört. Auf ein baldiges Wiedersehen, Kollege. Abflug! Tschüssi. Tschüssikowski, mein Lieber. Eine schaurige Stimme ist damit abgeschlossen und wir können uns zur nächsten wunderbaren Stallgeschichte begeben. Ich hoffe mal, wir kriegen irgendwann auch angezeigt, welchen Stall wir schon haben und welchen nicht. Denn ich wüsste das schon gerne. Ich gucke jetzt mal, ob wir hier unten vielleicht noch irgendwo ein Gerücht haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Irgendwas wird da noch sein, denn dort, glaube ich, waren wir noch nicht. Und dort gibt es auch diese Dodongos. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon fotografiert habe. Die Drachen haben wir auch schon fotografiert. Alle 4? Weiß ich gar nicht. Ja, mittlerweile gibt es 4. Wir haben ja Nydra, Eldra und Farodra sowie den weißen Drachen. Stall am See. Na, Pein, wo bist du? Nee, das hatten wir, glaube ich, schon. Da stand er hier irgendwo an der Ecke. Doch, nee, das hatten wir schon. Dann gehen wir woanders hin. Dann gehen wir... Wo sind denn noch Ställe? Da ist noch ein Stall. Ich weiß natürlich nicht, welche Ställe wir schon haben und welche nicht. Es wäre unglaublich hilfreich, wenn wir das irgendwie in Erfahrung bringen könnten. Ich meine, klar, es gibt die Möglichkeit, vielleicht über die Quests das herauszufinden und damit die Ställe abzuhaken oder jeweils selber
ein Sternchen zu setzen auf der Karte. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Dann haben wir das hinter uns und dann brauche ich da jetzt erstmal nicht mehr hingehen. Gerüchte. So, was nehmen wir denn für Gerüchte? Dieser Stall kriegt eine Schatztruhe als Stempel. Dieser Stall kriegt eine Schatztruhe als Stempel. Dieser Stall noch nicht. Aber vielleicht gleich, wenn wir auch dieses Gerücht hier geläutert haben und wissen, was es damit auf sich hat. Vielleicht haben wir das sogar schon. Ah, da vorne ist noch ein Krog. Ja, nee, die mag ich nicht. Es ist mir teilweise echt zu viel. So, Pein. Es ist schon wieder Blutmond. Ach Mensch, leck doch die Füße. Die Monster werden auch immer stärker. Wir haben lauter silberne Bockblins jetzt, die über die Steppe streifen. Wir sind einfach zu gut. Deswegen jagen sie uns die alle auf den Hals. Oh, und da vorne ist auch noch wieder ein Krog. Aber ich habe jetzt keine Rakete dabei. Das muss warten. Wichtig ist Pein. Aber Pein scheint hier soweit durch zu sein. Also hier ist nichts. Übernachte doch hier. Nee, danke. Und was steht heute im Kleeblatt Kurier? Mal sehen. Geheimnisvolle Unbekannte am Stall der Ebene. Neue Entwicklung. Aha, da hat sich etwas ergeben. Blonde Männer um Hilfe zu bitten, war Teil eines Jägerplans, den Schwertkämpfer Link in eine Falle zu locken. Diese Jäger sind nicht sehr schlau. Link ist doch der Leibwächter von Prinzessin Zelda. Niemals würde er in eine so offensichtliche Falle tappen. Diese Ausgabe werde ich von vorn bis hinten durchlesen. Geheimnisvolle Unbekannte, neue Entwicklung. Achso, das hatten wir schon. Das ist die Schlagzeile, okay. Maritimer Ferienort von Piraten überfallen. Das ist schlimm. Ein Ferienort? Geht es da um dieses Dorf weit im Südosten? Angelstedt wurde durch einen Piratenangriff zerstört. Die Überlebenden des Angriffs sind verzweifelt. Wusste ich's doch, Angelstedt. Ich hätte ja viel zu viel Angst, um zu versuchen, meinen Urlaub in einem Piratenferiendorf zu verbringen. Aha. Gut, darum müssen wir uns auch noch kümmern. Ja, so viel ist sicher. Aber nicht jetzt. Wuff, wuff. Da ist nix. Was für ein Desaster. Ja, absolut. Und solange ich Pai nicht finde, ist das ebenfalls desaströs. Scheint auch nicht hier irgendwie im Gatter zu stehen. Nö, ist Ruhe. Aber hier haben wir noch einen Brunnen. Da können wir gleich mal reinspringen. Übrigens, einen Brunnen zu fotografieren bringt tatsächlich auch was. Tada! Ihr seht es, Brunnen. Ach, da kriegt man ebenfalls ein Foto für. Fürs Album. Wird dann bei den Schätzen einsortiert. Für diejenigen, die nicht wussten, pff, was soll ich denn jetzt noch großartig fotografieren? Oh, guck mal, noch ein Brunnen. Ja, jetzt bin ich noch tiefer, das ist schön. Ja, und ich höre schon den Blutmond. Da habe ich ja so richtig Bock drauf. Alles mitnehmen. Hier kann man ein bisschen was sammeln, das ist ganz praktisch. Dann geht's noch tiefer. So, der Blutmond darf einmal kurz vorbeigehen, damit ich meine Ruhe habe. Danke. Der nervt manchmal einfach nur. Gut, also wenn Pein nicht hier ist, dann haben wir entweder die Aufgabe schon geschafft oder er kommt nur zu bestimmten Tageszeiten. Spurtkröten, ja, könnte ich mitnehmen. Ich glaube, das ist nur eine Spurtkröten-Sammelstelle. Zumindest macht es den Anschein. Und Fitkröten, natürlich. Also sollte ich jemals Spurtkröten oder Fitkröten benötigen, dann könnte ich in den Brunnen steigen und das alles fertig machen. Aber eigentlich ist das nicht notwendig. So, wir haben jetzt schon drei Schatzkisten verteilt. Wir kommen zum nächsten Stall am Fluss. Mal sehen, was wir dort machen dürfen. Also wir haben jetzt vier Ställe eigentlich schon geschafft. Ich weiß nicht, welche Ställe das sind. Ich weiß, den oben haben wir auch schon mit dem Hühnchen. Und dem Orakel. Haben wir denn die ganzen Ställe hier im mittleren oder inneren Hyrule noch gar nicht? Da ist Pein. Nee, haben wir noch nicht. Lausche dem Zwitschern. Ich lausche. Guck mal, ganz viele Vögel hören ihm zu. Die haben wir auch schon alle auf dem Fotoapparat.
Meine kleinen gefederten Freunde zwitschern von etwas, das meine Aufmerksamkeit erregte. Einige Stammgäste mit Reservierungen werden schon seit geraumer Zeit im Stall erwartet, sind aber nicht angekommen. Und zwar geht es um den Koch hier, Godric. Er wollte sich mit den Gästen treffen, um ein Rezept von ihnen zu lernen, das sie von Prinzessin Zelda persönlich erhielten. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl und der Regen macht es nur schlimmer. Godric steht schon die ganze Zeit so da und hält Ausschau nach den Gästen. Tja, geht es also um eine Gruppe Gäste, die sich Zeit lässt? Nein, etwas muss ihre Pläne durchkreuzt haben. Und die Tatsache, dass das Rezept von Prinzessin Zelda persönlich stammt, hat vielleicht auch was damit zu tun. Das ist mehr als nur Gezwitscher. Das sollte man einmal nachpicken. Feinschmecker vermisst. Stall am Fluss. Na gut, wir könnten mal nachfragen. Vielleicht sagt uns Godric was. Du bist nicht Godric. Hier stimmt doch etwas nicht, Paragus und die anderen. Sie hätten noch längst über die Brücke da kommen müssen. Ach, bist du ein Gast? Wenn du etwas im Stall zu erledigen hast, wende dich einfach an die Rezeption. Ich muss hierbleiben, um einige Gäste zu begrüßen, die Reservierungen bei uns gebucht hatten, aber sie sind jetzt schon so lange überfällig und noch immer nicht aufgetaucht. Wenn sie bei unserem Stall Halt machen, kommen sie immer über die Otobrücke da hinten. Also halte ich von hier aus nach ihnen Ausschau und hoffe, sie jeden Moment erspähen zu können. Es handelt sich um eine Gruppe von Feinschmeckern, um den Koch Paragus. Von ihnen kann ich immer noch was lernen. Dieses Mal wollten sie mir sogar eins von Prinzessin Zeldas eigenen Rezept mitbringen. Also, wenn Paragus und die anderen Zelte haben, dann sollten sie ja bei diesem Wetter geschützt sein. Ich habe trotzdem ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ja, ich auch. Aber vorher gehe ich in den Brunnen. In der Hoffnung, auch hier nochmal was Schönes zu finden. Ja, nö. Hier gibt's nichts Schönes zu finden. Was ist das denn? Ach, eine Kiste. Ja, hallo, die hätte ich gerne. Warum darf ich die nicht rausholen? Was soll das? Ach, das ist doch doof. Steht man schon hier und darf die nicht rausziehen. Bauen wir uns mal eine Konstruktion, mit der wir höher kommen. Ja, sowas muss nicht gespeichert werden. Das ist ja jetzt nur rein provisorisch. Jetzt aber. Also, meine Güte, die hat sich aber auch geziert. Was kriegen wir denn? Ein Wurfspeer. Mit mehr Haltbarkeit. Ne, den könnt ihr behalten, danke. Also, es war völlig umsonst, hier in den Brunnen reinzugehen. Schade eigentlich. So, wieder ab nach oben. Und dann gehen wir dem Gerücht mal auf den Grund. Und gucken mal, wo die ganzen Gäste geblieben sind. Das ist im Prinzip Gerücht Nummer 5. Finde ich gut. Je mehr Gerüchte wir haben, desto größer ist nachher auch die Wahrscheinlichkeit, endlich wieder einen Teil der Kleberüstung zu bekommen. Wir haben schon so viele Rüstungsteile. Ich weiß langsam gar nicht mehr, wohin damit und wann ich die überall verwenden soll. Ich kann mich doch nicht andauernd umziehen. Ich will zu meinem Freund. Ach Gott, nee, du bleibst schön hier. Ich bin jetzt dein neuer Freund. So. Über die Brücke sind wir schon mal rüber. Warte mal, was war hier? Ein Rüstling. Ja, besser als nichts. Ich muss unbedingt auch mal wieder kochen. Hier waren wir auch schon mal. Sonst wäre das Schild nicht festgemacht worden. Hallo? Ach da, Zelte. Und ihr habt nur eine Übernachtung gebucht? Also ich glaube nicht, dass ihr einen ganzen Tag braucht bis da vorne hin. Dann könnt ihr auch gleich weiterreisen. Das scheinen sie zu sein. Oh, mein Magen. Oh, Hilfe, Prinzessin Zelda-Rezept. Brauche Essen. Wildreis geben. Ja, dieser Duft. Du da. Hast du etwa eine Schale mit Wildreis? Ich flehe dich an. Bitte gib sie mir. Bitteschön.
Dieses Aroma, das ist es. Das Rezept von Prinzessin Zelda, perfekt zubereitet. Markus, Belis, Genet, nehmt ein bisschen hiervon. Danke. Nur dank deiner Hilfe geht es uns jetzt wieder viel besser. Wir haben dieses Rezept von Prinzessin Zelda gelernt, als wir sie auf unseren Reisen trafen. Sie war so freundlich zu uns, obwohl wir nur nach einfache Reisende sind. Die Prinzessin sagte auch, dass man dem Rezept exakt folgen muss, sonst endet es mit einem Fehlschlag. Wenn ich rausfinde, wer das Wildfleisch durch Monsterteile ersetzt hat... Tut mir leid, die Idee mit den Monsterteilen hatte ich. Ich war einfach neugierig auf den Geschmack. Als Feinschmecker halte ich es für meine Pflicht, Dinge zu verkosten, alles einmal auszuprobieren. Ist keine schlechte Sache. Doch jetzt ist keine Zeit für Diskussion. Wir müssen schnell zum Stall am Fluss. Wir sind schon viel zu spät dran und ich bin mir sicher, dass Godric sich keine Sorgen, sich Sorgen macht. Wir stehen in deiner Schuld. Lass es mich noch einmal sagen. Danke. Du kennst uns überhaupt nicht und dennoch hast du deine wertvollen Vorräte für uns verwendet. Bitte, nimm dieses kleine Symbol unserer Dankbarkeit an. Toll. Dann noch das hier. Und zu guter Letzt noch. Danke. Dann können wir es wieder neu kochen. Das ist das allerbeste Wild, das wir haben. Nimm es, dann kannst du davon bei Gelegenheit noch einmal Wildreis kochen. Wir suchen hier noch unsere Sachen zusammen und dann gehen wir gleich zum Stall am Fluss. Hier trennen sich unsere Wege. Vielleicht treffen wir uns ja noch einmal wieder. Davon gehe ich leider auch aus. Ach, verdammt. Na, wenn das nicht der Kollege ist... Ach so, er nur wieder. Der Verbleib der Stammgäste macht mir Sorgen. Ich dachte, ich könnte mal die Umgebung abfliegen und mich umsehen. Und du, Kollege, hast du schon einigen guten Tipps nachpicken können? Wie? Den Stammgästen ging es schlecht, aber du hast ihnen geholfen. Aha, dann war es also etwas dran am Gezwitscher. Wer hätte gedacht, dass sie auch eine so gute Köchin ist? Sieh an, Prinzessin Zelda. Das hätte ich niemals von ihr erwartet, aber warum eigentlich nicht? So, Kollege, wir sind nun 5 Gerüchten um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Beim Kleeblatt-Kurier bist du das Gesprächsthema Nummer 1. Das ist es also, unser Nesthäkchen. Die Verkaufszahlen unserer Zeitung haben sich dank unseres Artikels übrigens stark erhöht. Kletis hat mir deshalb aufgetragen, deinen Lohn zu erhöhen. Hier, für dich, Nesthäkchen. Jetzt kriegen wir schon 100 silberne Rubine, hätte ich beinahe gesagt. 100 Rubine. Geil. Prinzessin Zeldas Rezept für Kampfgeist. Das schreibt sich fast von allein. Und jetzt Abflug. Lohnerhöhung. Oh, schön, ja. Hätte ich auch gerne im Privaten. Mehr Einnahmen, damit wir das alles von alleine hier finanzieren können. Also ich bettel definitiv nicht um Spenden. Das ist immer euch überlassen, ob ihr irgendwas an Spenden oder an, wie heißt es denn sonst noch, Kanalmitgliedschaften da lasst, um den Kanal zu unterstützen. Aber im Groben und Ganzen bin ich immer froh, wenn die Werbeeinnahmen weiter steigen und wir damit dann Strom und alles wenigstens einigermaßen zahlen können. Ist schon alles gut, dann bin ich schon happy. So, happy, happy, immer happy. Wir machen jetzt erstmal hier unsere Schatztruhe mit hin. Abgehakt, nächster Stall. Ah, vielleicht schaffen wir noch eine, haben wir 3 Gerüchte getan. Sind wir 3 Gerüchten auf den Grund gegangen. Dann können wir happy sein. Doch 5 Ställe haben wir angeblich schon besucht und da alles fertig gemacht. Und sobald wir die Rüstung haben, weg damit. Ich weiß nicht, ob wir auch den Rest noch brauchen. Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Gucken wir mal, wo Pain hier ist. Ich weiß auch gar nicht, wie man ihn ausspricht. Pain? 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 Habe ich die Vögel schon? Ja, Buntspatze. Wofür hat Prinzessin Zelda nur die Gartengeräte gebraucht? Ich könnte mir fast einen Zusammenhang mit dem Kataklysmus vorstellen, der ja sämtliche Waffen zerfressen hat. Aber nein, eine ordentliche Recherche ist besser als herumraten. Wir sollten wohl diesen Isra befragen, der sich hier um das Floß kümmert. Der hatte mit Prinzessin Zelda gesprochen. Floß, Isra, da unten. Tut mir leid, bin gerade beschäftigt. Warte mal, gehörst du zu Pain? Ich wollte ja eigentlich nichts sagen, aber wenn ich, denn ich will nicht den Anschein erwecken, schlecht über Prinzessin Zelda zu reden, aber naja. Ich habe Prinzessin Zelda unsere Gartengeräte geliehen und sie bisher nicht zurückbekommen. Flussabwärts von hier gibt es einen Ort, den man Blumensandbank nennt. Da wollte sie mit den Gartengeräten hin. Der Fluss ist voll mit Sachen, die vom Himmel gefallen sind und ich bin kein geschickter Ruderer. Ach, was mache ich nur?
Ja, es ließe sich sicherlich alles klären, wenn mich jemand auf diesem Floß zur Blumensandbank fahren könnte. Es gibt auch keine alten Dinger, ne? Vergiss nicht, das Seil zu durchschneiden. Habe ich noch einen Ventilator? Nee, natürlich nicht. Ich werde trotzdem mal versuchen, ein Steuer auszupacken und dort mit raufzusetzen. Nee, ich will das nicht fotografieren. Eine Eilmeldung. Bisu Zimt hat Zuschauer, die nicht so auf Geschrei und Annahmen der Fäkalwörter stehen. Demnach sind seine Abonnenten meist besonnen, objektiv und sehr intelligent. Sehe ich genauso.